22. Kapitel: Was Candide und Martin in Frankreich erlebten. Candide hielt sich in Bordeaux nur so lange auf, als er brauchte, um einige Eldorado-Kiesel zu verkaufen und sich einen bequemen, zweisitzigen Wagen anzuschaffen. Er konnte seinen Philosophen Martin nicht mehr entbehren, und es tat ihm außerordentlich leid, dass er sich von seinem Hammel trennen musste. Er überließ ihn nämlich der Akademie der Wissenschaften in Bordeaux, die als diesjährige Preisaufgabe die Frage stellte, warum die Wolle dieses Hammels rot sei. Der Preis wurde einem Gelehrten aus dem Norden zuerkannt, der nach der Formel A plus B minus C dividiert durch Z den Beweis erbrachte, dass der Hammel rot sein und an den Schafpocken krepieren müsse. Alle Reisenden, mit denen Candide unterwegs in den Gasthäusern zusammenkam, erklärten ihm: »Wir fahren nach Paris!« Angesteckt von diesem allgemeinen Drang, bekam er schließlich auch Lust, sich die Hauptstadt anzusehen, und umso mehr, als es ja kein großer Umweg für ihn war. Die Vorstadt Saint-Marco, durch die er zuerst fuhr, kam ihm vor wie eines der hässlichsten Dörfer Westfalens. Kaum war er in seinem Gasthaus angelangt, als ihn ein leichtes Unwohlsein als Folge der Überanstrengung befiel. Da er einen riesigen Diamanten am Finger trug und man unter seinem Gepäck eine ungewöhnlich schwere Kassette bemerkte, hatte er alsbald zwei Ärzte um sich, die er gar nicht hatte rufen lassen, dazu einige Freunde, die sehr vertraut taten und nicht mehr von seiner Seite wichen, und obendrein zwei Betschwestern, die ihm seine Suppe wärmten. »Ich entsinne mich«, meinte Martin, »ich bin auf meiner ersten Reise in Paris ebenfalls krank gewesen. Ich war aber sehr arm, darum hatte ich weder Freunde noch Betschwestern noch Ärzte um mich, aber ich wurde wieder gesund. Dank der Aderlässe und der vielen Arzneien, die Candide einnehmen musste, verschlimmerte sich seine Krankheit. Ein Kaplan des Stadtviertels machte ihm einen Besuch und bat ihn in aller Demut, einen Schuldschein einzustecken, der im Jenseits zahlbar war, an den Inhaber. Candide wollte nichts davon wissen. Die Betschwestern versicherten ihm jedoch, das sei eine neue Mode. Candide erklärte daraufhin, er sei kein Modemensch. Martin wollte den Kaplan zum Fenster hinauswerfen, worauf der Pfaffe schwor, man werde Candide nicht beerdigen, und Martin seinerseits schwor, er werde den Pfaffen unter die Erde bringen, wenn er sie noch weiter belästige. Der Streit wurde immer hitziger. Martin packte den Pfaffen bei den Schultern und warf ihn in hohen Bogen hinaus. Die Folge war ein großer Skandal und ein Beleidigungsprozess. Candide wurde wieder gesund, und während seiner Genesung hatte er beim Abendessen stets die beste Gesellschaft um sich. Es wurde hochgespielt, und Candide wunderte sich, dass er nicht ein einziges Mal ein Ass bekam. Martin wunderte sich jedoch nicht im geringsten darüber. Unter den Besuchern, die als Vertreter der Stadt zu ihm kamen, befand sich ein kleiner Abbé aus Périgord, der zu jener Klasse von geschäftigen, immer munteren, diensteifrigen, dreisten, schmeichlerischen und gefälligen Leuten gehörte, die sich an die Fremden heranmachen, ihnen die Skandalgeschichten der Stadt zutragen und um jeden Preis für ihr Amüsement sorgen wollten. Dieser Mann führte Candide und Martin zunächst ins Theater, wo gerade ein neues Trauerspiel aufgeführt wurde. Candide saß neben ein paar Schöngeistern, was ihn jedoch nicht hinderte, bei einigen meisterhaft gespielten Szenen seinen Tränen freien Lauf zu lassen. In der Pause sagte einer der Krittler an seiner Seite: »Weinen Sie doch nicht, die Schauspielerin ist so miserabel. Ihr Partner spielt noch miserabler als sie, und das Stück selbst ist noch miserabler als seine Schauspieler. Der Autor kann kein Wort Arabisch, und doch spielt sein Stück in Arabien. Überdies ist er ein Mann, der nicht an angeborene Ideen glaubt. Ich bringe Ihnen morgen 20 Broschüren gegen ihn.« »Bitte, wie viele Theaterstücke gibt es wohl in Frankreich?« fragte Candide den Abbé. 5.000 bis 6.000, antwortete dieser. »Das ist sehr viel«, meinte Candide, »und wie viel davon sind gut?« 15 oder 16, erwiderte der Abbé. »Das ist sehr viel«, meinte Martin. Candide war hell begeistert von einer Schauspielerin,
die die Rolle der Königin Elisabeth in einer ziemlich banalen Tragödie spielte, die von Zeit zu Zeit aufgeführt wurde. »Diese Schauspielerin gefällt mir sehr«, sagte er zu Martin. »Sie hat entfernte Ähnlichkeit mit Fräulein Kunigunde. Ich möchte sie gern kennenlernen.« Der Abbé erbot sich, ihn bei der Schauspielerin einzuführen. Candide, der ja in Deutschland erzogen worden war, fragte, wie er sich dabei zu benehmen habe und wollte wissen, wie man in Frankreich die Königinnen von England zu behandeln pflege. »Das ist ganz verschieden«, erwiderte der Abbé. »In der Provinz lädt man sie in ein Gasthaus ein. In Paris feiert man sie, wenn sie schön sind, und wirft sie auf den Schindanger, sobald sie das Zeitliche gesegnet haben.« »Was?« rief Candide. »Königinnen wirft man auf den Schindanger?« »Ja, gewiss«, sagte Martin. »Der Abbé hat recht. Ich war in Paris, als Mademoiselle Monime, wie man zu sagen pflegt, aus diesem Dasein in das andere hinüberging. Man versagte ihr das, was die Menschen hier ein ehrliches Begräbnis nennen, das heißt, dass man mit sämtlichen Lumpen des Stadtviertels auf ein und demselben elenden Friedhof verfaulen darf. Von ihrer ganzen Truppe wurde sie als einzige an der Ecke der Rue Bourgogne eingescharrt. Das muss ihr sehr wehgetan haben, denn sie war von edelster Gesinnung.« »Ich finde das sehr unartig«, meinte Candide. »Wie man es nimmt«, versetzte Martin, »die Leute hier sind nun einmal so. Die unmöglichsten Widersprüche und Unberechenbarkeiten, die Sie sich vorstellen könnten, finden Sie in der Regierung, an den Gerichtshöfen, in den Kirchen und in den Schauspielen dieses merkwürdigen Volkes.« »Ist es wahr, dass man in Paris immer lacht?« fragte Candide. »Ja«, antwortete der Abbé. »Aber man könnte dabei aus der Haut fahren. Man beklagt sich über alles durch lautes Gelächter und lachend begeht man hier die scheußlichsten Untaten.« »Wer war das dicke Schwein?« fragte Candide weiter, »das mir das Stück, das mich zu Tränen gerührt hat und die Darsteller, die mir ausnehmend gut gefielen, so herunterriss.« »Das ist ein Taugenichts«, gab der Abbé zurück, »sicher ein Theaterkritiker, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er alle Stücke und alle Bücher herunterreißt. Er hasst jeden, der Erfolg hat, so wie die Eunuchen die Genießenden hassen. Es ist eine jener Literatenschlangen, die von Schmutz und Gift leben, mit einem Wort ein Federfuchser.« »Wer ist ein Federfuchser?« wollte Candide wissen. »Ein Zeitungsschreiber, ein gewisser Fréron«,